Jetzt gehen wir das nächste Rennen an, den großen Preis von Deutschland. Hier gab es noch Verbesserungen und es ist wieder ein guter Mix aus 2- und 3-Stopp-Strategie. Ich glaube, das schreiben die irgendwie bei jedem Rennen. Die Information ist, glaube ich, nicht so wichtig, wie ich mir das am Anfang ausgemalt habe. Da Deutschland doch recht viele Geraden eigentlich hat, also nicht zu vergleichen mit den alten Hockenheimring natürlich, das war eine Traumstrecke, die gibt es leider nicht mehr mit den unendlich langen Geraden in den Wald hinein. Muss man sagen, hat es trotzdem immer noch viele gerade Passagen. Halt diese Passage, hier ist eine und da ist eine. Und in Wirklichkeit ist auch hier noch eine Passage, die nicht zu verachten ist. Wir gucken mal, wie wir uns schlagen. Prinzipiell erwarte ich nicht zu viel. Hier, die beiden Kollegen fallen ganz weit zurück und wir sind irgendwo wieder ganz weit hinten. Ja, 20 und 21, wir haben nur Button hinter uns behalten. Und dann müssen wir uns schon Gedanken über die Strategie machen. Machen wir ein oder zwei Stops? Das ist die große Frage, denn daran werden wir am Ende gemessen. Ob das Ergebnis stimmt oder nicht stimmt. Und darum fahren wir mit zwei unterschiedlichen Strategien. Zur Not können wir immer noch switchen. Allerdings, wie gesagt, Button greift hier auch schon an. Na, hier sehen wir es auch. Zur Not können wir immer noch switchen, wenn das notwendig sein sollte. Wir werden jetzt erstmal hier versuchen, mit zwei unterschiedlichen Strategien zu fahren. Runde 15 und Runde 20. Und wenn wir sehen, bei Runde 10, wir haben so schlechte Reifen, dann gehen beide auf Zwei-Stopp-Strategie. Drei-Stopp-Strategie, Entschuldigung. Prinzipiell befürchte ich sogar, dass das notwendig sein wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Reifen bei den Kollegen bis zum Ende reichen werden, wenn wir hier nur auf zwei Stops fahren. Wenn ich sehe, wir sind jetzt bei rund 80% nach 5 Runden, wird es ja schon schwer überhaupt, ja, da wird es ja schon schwer überhaupt die 15 Runden zu erreichen. Dementsprechend machen wir hier auch dann doch wieder eine Drei-Stopp-Strategie draus. Und bis jetzt können wir nur Button in Schacht halten. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber unser Ziel sollte nächste Saison sein und Button greift uns jetzt auch ein bisschen wieder an. Und der Kollege Miller kämpft. Naja, er kämpft zwar nicht direkt mit denen, aber er schafft es auch nicht wegzufahren von den Manor Racings. Da muss man sagen, wünscht man sich doch was anderes. Ein eigentlich momentan doch sehr langweiliges Rennen. Keine Zweikämpfe von uns. Wir entfernen uns hier sogar vom Button. Er schafft es, die Manors hier unten langsam so ein bisschen auf Distanz zu halten. Und jetzt sind wir beide komplett vorn und hinten alleine in keine Zweikämpfe verwickelt. Scheint ein sehr langweiliges Rennen zu werden. Es ist auf jeden Fall bis jetzt das langweiligste Rennen. Das muss man schon sagen. Denn wirklich Action hatten wir nur beim Start und die Action war, naja, sie war jetzt nicht besonders aufregend spannend. So, beide fahren noch weiter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Müssen wir mal gucken. Never ever, wir sind hier hinter Haryanto, der uns auch gleich schön aufhält. Ja, wir sind erfolgreicher 21. Herzlichen Glückwunsch. Und 23. Das wird ein katastrophales Rennen, das kann ich prophezeien. Button versucht eine andere Strategie, wird damit garantiert scheitern. Ich glaube nicht, dass er damit am Ende gewinnen wird. Ja, wir sind 20. und 22. da. Es ist ein sehr, sehr, sehr bescheidenes und langweiliges Rennen. Und es tut mir auch ein bisschen leid. Haryanto war noch nicht in der Box, ist jetzt rein. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich hier nicht mehr Action bieten kann. Man muss aber auch sagen,
Das muss man fairerweise sagen, ist es das allererste Rennen, wo einfach nichts passiert. Wo man einfach nur hinterherfährt. Eigentlich komme ich mir vor wie jetzt ein kleines Team, was wir ja eigentlich auch sind, dass es halt sehr schwer ist, nach vorne irgendwo Anschluss zu finden und man ständig überrundet wird. Und es wird mich nicht wundern, wenn wir am Ende des Rennens, ja, 2 Runden Rückstand werden wir auf jeden Fall wohl haben. Wir haben 25 Runden, haben schon 1 Runde Rückstand. Aber selbst wenn eine dritte dazukommen sollte, würde mich das nicht so sehr wundern. Wobei 3 ist, glaube ich, dann doch ein bisschen hochgegriffen. Wir haben halt nicht so die Fahrzeuge momentan, um vorne mitzukämpfen. Es liegt nicht unbedingt an den Fahrern, das muss man ganz klar sagen. Das ist einfach momentan noch eine, ja, eine Teamschwäche kann man ja auch nicht sagen. Es ist eine Fahrzeugschwäche. Und da muss man wirklich sagen, in dem Bereich müssen wir uns verbessern. Und darum würde ich ganz gerne ins nächste Jahr auch schon halt rein investieren, weil ich prinzipiell der Meinung bin, dass das der Schlüssel des Erfolges ist. Wir haben uns gerade wieder abgerundet. Wir sind aktuell 18., aber auch nur, weil die anderen in der Box waren. Die lassen wir auch brav passieren. Jetzt haben wir die weichen Reifen. Beide Fahrer. Da hat sich jemand gedreht. Magnussen, aber leider nicht weit genug zu uns hin. So, dass wir 21. und 23. sind. Jetzt sind wir 20., weil wir Button haben. Ja, ich glaube, Button ist einfach auf einer völlig falschen Strategie. Das muss man leider so festhalten. Wobei für uns ist es halt nicht leider, für uns Gott sei Dank oder zum Glück. Ja, Haryanto hält hier ein bisschen auf. Es geht um den glorreichen 22. Platz. Und man kann nur sagen, ja, man kann nur sagen, ach, man kann da gar nicht runterscrollen. Ich habe gedacht, man kann hier scrollen. Man kann nur sagen, dieses Rennen beenden wir jetzt halt wirklich mal sehr schlecht und müssen gucken, was dann quasi uns beim nächsten Rennen erwartet. Das Problem ist ja immer, wenn man erstmal ein Erfolgserlebnis hatte, und das war ja mit Platz 11, sage ich mal, nah an den Punkten halt dran. Dann will man da natürlich anknüpfen, ne? Und man hofft natürlich, sich zu verbessern. Und wenn man da schon mal war, dann müsste das ja in Zukunft auch möglich sein. Ist es aber nicht. Die Realität ist meistens anders. Man muss quasi von Event zu Event oder von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt, von Tag zu Tag immer aufs Neue kämpfen und sich versuchen, immer wieder neu zu erfinden und etablieren. Und so ist das natürlich hier auch in einem Rennteam. Ja, wir gucken mal. Das ist das, wie gesagt, ein mega spannendes Rennen. Also ausgerechnet auf dem deutschen Boden hätte ich gehofft, dass wir da ein bisschen besser abschneiden. Ja, wir haben hier Sainz vor uns. Aber es sollte nicht sein. Auch das muss man natürlich einfach hinnehmen. Dafür haben wir ein Home of British Motorsports, also in Silverstone, ja, exzellent zumindest abgeschnitten. Ist ja wenigstens etwas. Und er kommt hier direkt vor Haryanto raus. Das war auch notwendig. Und wir kämpfen hier echt, man muss mal gucken. Die fahren zwar auf unterschiedliche Strategien, aber wir kämpfen gegen einen Manor. Das ist nicht das, wie ich mir das quasi vorgestellt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht freut es euch ja auch, dass so ein kleines Hintermänglerteam plötzlich die Möglichkeit hat, uns, kleines Hintermänglerteam, anzugreifen. Nichts Genaues weiß man nicht, aber prinzipiell muss man schon sagen, oh, sehr viele Dreher in letzter Zeit hier. Man muss aber schon sagen, dass unser Anspruch definitiv was anderes ist als hier. Und ich würde auch ehrlich gesagt das jetzt hier nicht zu
eng werden lassen. Er darf jetzt ein bisschen mehr pushen. Und dann soll er da wegfahren. Weil das wäre mir ein bisschen unangenehm, wenn wir von Haryanto überholt würden. Ja, scheint ja aufzugehen. Wir fahren auf und davon. Button, machen wir uns nichts vor, ist Meilen, wirklich meilenweit weg. Der ist hier und wir sind hier ganz hinten, beziehungsweise hier vorne. Also, das ist ein echtes Horrorrennen. Die letzten fünf, ja, nee, die letzten vier, muss man sagen, fahren ein Einzelrennen quasi. Ohne Spannung. Perez ist zwar hier direkt vor uns, aber auch zu weit weg. Und selbst wenn, es würde nichts bringen. Und wir haben zwei Runden Rückstand. Zumindest schon mal mit Miller. Ich glaube, wir YouTuber werden ganz knapp davon verschont. Denn Hamilton ist quasi eine Gerade hinter uns. Und fährt jetzt über die Linie. Hamilton hat den großen Preis gewonnen. Vor Rosberg, würde ich sagen. Und dann Kimi Räikkönen, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten ja mal looken. Oh, Vettel habe ich übersehen. Hamilton, vor Vettel, Rosberg und dann Räikkönen. Ja, das hätte insgesamt besser laufen können. Und Rosberg büßt quasi von seinem Vorsprung immer mehr ein. Und wie man sieht, wir können es immer noch nicht leisten, das Auto zu verbessern. Aus dem Grund habe ich gesagt, wir sollten so früh wie möglich damit anfangen. Und wir haben 18,8 mittlerweile. Haas auf 17,8. Also das ist gegessen. Das ist durch. Und Hamilton greift nochmal an. Also hätte ich nicht gedacht, dass Hamilton hier nochmal richtig rankommt. Er will es wirklich wissen. Und die drei sind schon eng beieinander da oben. Das kann man schon mal sagen. Eriksen Platz 11. Hätte auch fast seinen ersten Punkt, aber der hat jetzt das zweite Mal schon Platz 11. Denn in Europa Grand Prix hat er auch schon Platz 11 gehabt. Und wir persönlich müssen da ein bisschen aufpassen. Die Flaggen sind so leicht versetzt zu den Feldern. Das sieht man vielleicht so ein bisschen. Dass man da nachher nicht durcheinander kommt, wenn man nochmal schnell was überfliegt. Ja, man muss mal gucken. Das ist schon nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir schauen das nächste Rennen mal an, was wir im nächsten Rennen den großen Preis von Belgien erwarten. Wobei prinzipiell ist Belgien eher, naja, ist eine Mischstrecke. Lange Gerade und Kurven gibt einen langen geraden Teil, der erste Teil der Strecke und der letzte Teil und einen sehr kurvigen Mittelteil. Aber prinzipiell würde ich sagen, das Gerade überwiegt und liegt uns nicht so. Und man muss auch sagen, Rosberg zerrt hier. Der hat vier Siege gehabt in den ersten fünf Rennen und seitdem nichts. Also in den letzten zwei, vier, sechs, in den letzten sieben Rennen zwar immer auf dem Treppchen gewesen, ne? Das kann man sagen, die ganze Saison, aber er lässt nach. Und man muss sagen, hier waren es übrigens noch zweite Plätze so ein bisschen, aber es Tendenz geht zu dritten Plätzen hin. Und er bräuchte langsam mal ein, zwei Siege, denn Vettel hat auch schon vier Siege, Hamilton hat drei Siege und Räikkönen, naja gut, hat einen Sieg. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Also da muss sich was tun bei Rosberg, wenn er denn wirklich am Ende mal endlich Weltmeister werden will. Wer es am Ende wird, kann ich euch auch nicht sagen. Wir werden es verfolgen, wenn ihr mögt, beziehungsweise ich werde es verfolgen, wenn ihr mögt, seid ihr mit dabei. Ihr seid immer herzlich willkommen auf diesem Kanal und ja, ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen. Macht's gut, tschö.